Exklusiv am Stuhl. Ja, gut, die Ausgangslage ist ziemlich spannend hier in dieser Gruppe. Alles Top-Mannschaften, Wetzwil, Baden, Red Star, Eschenmauer, Duggen. Mein Herz schlägt noch ein bisschen für Baden. Noch ein bisschen, ich war ja zu Baden in der Challenge League und ich würde sagen, Baden wird es packen. Ich schließe mich dem Tipp an, auch aus dem gleichen Grund. Einerseits, weil ich bei Baden war, andererseits bin ich etwas familiär verbunden mit Baden, weil mein Sohn beim FC Baden spielt. Durch das tippe ich auf den Aufstieg FC Baden. Aber natürlich auch hier kommen zuerst noch die Aufstiegsspiele dazu. Für mich beim Absteiger ist Mendrisio gesetzt. Und ich tippe auf Gossau, der Zweite. Wir auch in Risio, denke die kehren das nicht mehr. Obwohl die sicher wieder aufgerüstet haben in der Winterpause. Kann man gut vorstellen, nachdem sie abgerüstet haben. Und bei mir bleibt United die zweite Mannschaft, die runterkommt. Ja, ich glaube, aus meiner Sicht hat es da schon eine Überraschungsmannschaft in dem Sinn mit Wetzwil Bonstetten, die eine sehr gute Vorrunde gespielt hat, sehr kompakt war. Nachdem sie letztes Jahr doch recht tief unten sind, ist für mich die Überraschungsmannschaft jetzt schon Wetzwil-Bonstetten. Ich habe auch Wetzwil, aber ich habe eine andere, also Mendrisio und Wetzwil. Für mich sehr überraschend, dass der eine der letzte und der erste ist nach der Vorrunde. Letzte Saison ist ja Mendrisio um einen Punkt nicht rauf und Wetzwil um einen Punkt nicht runter. Und jetzt ist umgekehrt die Richtung. Also ich würde dich für beide als Überraschungsmannschaft nutzen.